Lili habe ich kennengelernt. Die war damals in Leverkusen. Da gab es ein Leverkusen, da gab es so ein Club, so ähnlich. Da waren viele junge Leute drin. Da war sie auch drin. Und da gab es einen Mann, der hat, wir haben in Ostheim haben wir gewohnt. Herbert und ich, wir waren erst ganz alleine. Herbert und seine Familie. Also, und dann kamen dann ganz viele, ich bin auch auf dem. In Köln auf den Platz gegangen, habe Leute eingeladen zu uns, haben wir denn gesprochen zu ihnen über das, was wir erlebt haben. Und dann kam aus Leverkusen, aus dem Club, kam denn so bezeichnet, so ungefähr weiß ich noch, ganz viele Menschen. Und dann war denn die Lila war dann auch dabei. Bei dem, da kam dann ein ganzer Bus voller Menschen, ich weiß nicht wie viel, 10, 20 oder ein ganzes Wohnzimmer von Herbert war dann voll und dann haben wir geredet. Meistens hat der Herbert geredet, er hat auch was gesagt. Und dann haben wir Lieder kennengelernt und die ist dann auch dabei geblieben. Die ist dabei geblieben. Die hat auch gesagt, Jesus, wenn es dich gibt, dann will ich dich kennenlernen. Oder hatte was gesagt und dann hat es bekommen. Gell? Nicht? Da kamen ganz, ganz verschiedene Arten. Da haben wir eine Gruppe, so eine halbe Gangstergruppe junger Leuten, die kamen mal zu uns. Die sind heute reingekommen, wir sind zum Beten gekommen. Das war, also manche Leute sind irgendwo erfasst worden von dem, was wir gesagt haben. Und dann haben sie dann gebetet. Und was aus den Leuten im Einzelnen, Großen und Ganzen geworden ist, ein paar haben wir noch kennengelernt, weiß ich nicht, was ein Mensch da gemacht hat mit dem, was er da so erlebt hat, was Menschen machen, die jetzt in die Halle kommen da und Herbert sein Werk betrachten, was sie nun damit machen und wie sie es einarbeiten in ihrem Lebensweg, das weiß ich auch nicht. Aber jeder Mensch kann irgendetwas machen damit, gell? Er kann sehr viel Positives damit gewinnen, wenn er das tut, gell? Was ihm da angeboten wird, was er aufnimmt. Das ist ja eine mehr oder weniger geistige Sache, gell? Nicht? Dass du eben dein Herz und deine Seele eben erfüllt wird mit Momenten, die du nicht kaufen kannst bei A und B. Die gibt es nirgendwo zu kaufen, gell? Das ist ein Geschenk, ist das, wenn du da wohin gehst, wo solche Punkte sind, solche Lichtpunkte sind, dann kannst du das Licht aufnehmen. Dann kannst dann irgendwas damit anfangen, wie du gerade brauchst, ne? Ja, auch dem Lila sind wir auch schon. Erst war ich allein mit dem Herbert und dann kam Lila, dann kam auch, wir waren viele, viele Leute, manchmal 30, 40, haben wir dann Veranstaltungen gehabt in Frankfurt, in einer ganz turbulenten Nacht oder in vielen Gemeinden und so. Und viele sind gegangen, gell? Viele sind gegangen. Denn sein Leben aufzugeben, ja, mach es. Mach's mal. Wer dein Leben findet, wird es verlieren. Wer dein Leben verliert, wird es finden. Das ist nun mal so, gell? Ich kann nicht zwei Sachen haben. Eine kann ich nur haben. Und da muss ich mich zu entscheiden, gell? Was will ich eigentlich, gell? Du kannst hier alles haben, aber dann, ja, dann kann man für dich kaum noch was tun, gell?